Hey, hallo, hoho, Freunde. Wir sind hier bei Sunny. Hallo Sunny, hallo Sunnys Hund. Wir geben ihr jetzt die Sachen, die sie Zeigen braucht Sie mir zum. mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Alias Lagerfeuer und versuchen Sie es. Crystal Meth. Lagerfeuer. Drogenlabor. Früher, also früher. Jetzt gibt's leider nichts mehr anderes. Okay, oh. Benötigte Fertigkeiten. Zutaten. Ah, Heilpulver, Heilpulver. Ja? Hey, was war das für ein Geräusch? Heilpulver. Habe ich. Habe ich, habe ich. Ja, passt. Herstellen. Akzeptieren. Viele. Wie viele, viele? Hey, nicht Fertig? schlecht. Oh, Sehen ich Sie, weiß. um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz, eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Lecker. Hallo. Komm, komm, nee, nee, komm mit mir. Oder ich knall dich ab. Nee, Spaß, war nur Witz, war nur Witz. Ich würde den Hund nie was tun. Wir spielen doch nicht 7 Days to Die. Hi. Er ist so lieb, aber auch schon alt. Was geht denn hier ab? Okay, ich gehe mit Sunny Smile. Oh, Olli. Oh, la 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 Hallo. la. Hallo. Alles klar. Oh, der wird doch gefeuert, oder? Ich höre das doch. Bin doch nicht blöd. Ja, ich brauche sowieso, ich brauche Munition, Waffen, Essen, Crystal, Meth, Drogen. Haha, blöd. Oh ne, es wird finster. Oh, es wird finster. Ich brauche Action. Ich brauche Action. Wow, Archibitner. Nicht blöd tun. Ernst sein jetzt da. Ich höre doch. Oh, was da oben? Hab ich den erwischt? Headshot. Soll ich es probieren? Ich probiere es. Oh, er geht wieder zurück. Voll erwischt, er ist tot. Dauert nur ein bisschen, bis die Kugel das Objekt erreicht hat. Siehst du? Er ist weg. Aber jetzt. Das geht gar nicht so weit. Ich verschwende unnötig Munition. Aber, oho, geil wär's gewesen, ne? Ja, jeder hätte geschaut. Er ist weg, siehst du? Ich hab's geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Sowas von. Stolz auf mich. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Finde ich sexy. Hallo. Hi. Hallo. Wie geht's? Howdy. Was Howdy, kann warum sagt Easy Pete für Sie tun? Easy Pete, hey. Ha. Ja, wissen Sie was über die Der mit dem Kerle? feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem Oh ist nicht je. zu trauen, sage ich. Oh je, kalte Augen.
War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Aha. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist, take it easy. Take it easy. Er ist cool, ey. Ich finde dich cool. Ich mag immer den. Schön die Wumme einstecken, wenn sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Geht klar, habe ich schon erlebt. Habe ich schon erlebt. Das waren echte Pestien. Mein Gott. Und so viele auch noch. Hi, hallo? Jetzt ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn sie also nicht kaufen wollen, sollten sie gehen. Hey, 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 komm doch wieder zurück, du feige Sau. Ich kann nicht... Oh, jetzt geht's. Entschuldigung. Na, böser Finger. Hey, du, hallo. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Oh, zeigen Sie mir Ihre Angebote, Baby. Für das, was Sie für uns getan haben, bekommen Sie einen Sonderrabatt. Na, hoffentlich 100%, ne? Aufbereitetes Wasser, 20. Ich hab 101. Schild mehr. Okay, ich brauch... Ja, die Munition, die lasse ich. Pistole lasse ich auch. Bootsmittel kann's haben. Das lasse ich. Aschenbecher. Ich als Raucher bräuchte den eigentlich, ne? Aber okay, okay. Gehen wir so. Nein, vielleicht brauche ich ja nicht. Kann sie haben. Das war wichtig, der Müll. Ich hab's ja gesagt. Wichtig. Das lassen wir noch. Elektroschalter. Ich glaube, das braucht man. Fernglas. Das lasse ich auch. Kann ich ja verwenden. Das lasse ich. Das lasse ich auch. Geckohaut, genau. Nee. Nee, hey. Hey, neu. Das habe ich nicht gesehen. Das brauche ich nicht. Haarklammer, glaube ich, brauche ich, ja. Hülse, glaube ich, brauche ich auch. Logischerweise, das nehme ich auch. Eine leere Flasche. Ja, kann sie haben. Die leeren Flaschen, kann sie haben. Ja, die leeren Flaschen haben ja keinen Deckel. Ich brauche die Deckel, ne? Die Kronkorken. Leere Whiskyflasche, kann sie auch haben. Ich habe ja urviel. Oh. Ja, nehmen Sie das. Nimm das. Ich habe auch noch. Was habe ich noch? Das brauche ich nicht. Spitzegato. Das absolut wichtigste in dem Spiel. Ich teile mit dir. Sie und ich an. Okay, passt. Ne, ich wollte. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Kann man da nicht so? Hilfsmittel. Sonstige. Das war's. Hilfsmittel. Bier ist ganz wichtig. Hey, Partylöwe. Keine Ahnung. Wein, Whisky, Wodka. Wodka. Was ist sonstige? Das ist der Blödsinn, was ich hier verkauft habe. Na, passt. Akzeptieren. Hey, ich habe schon wieder Kohle. Ich brauche Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja, damit sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebende eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Okay. Und wo ist Ringo? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Was werden Sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was also er bisher Sunny noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbande? Eigentlich nur Strafgefangene. Banditen. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Okay. Ich möchte über was anderes reden.
Ich versuche die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Nicht Wissen Sie ihn, etwas darüber? außer dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Okay. Nein, sie ist cool. Haben eine Angriffe. Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Okay. Warum die das? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Okay. Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Osten, Osten, okay. Ja, was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn die Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Na und? Okay. Auf Passen Wiedersehen. Sie auf da draußen. Ich gehe jetzt rauf zum Ringo, aber erst in der nächsten Folge. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich gehe raus. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und hey, hallo. Nein, er ist so cool. Take it easy. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann halt einen Daumen nach unten. Oh, yeah. Danke.